Die Handelsregister haben große Bedeutung für eine funktionierende und sichere Wirtschaft. Sie stellen transparente Informationen für Handelspartner, aber auch für Verbraucher bereit. Doch diese Informationen müssen für eine effiziente Nutzung schnell, sicher und für jedermann erreichbar sein. Mit dem bundesweiten Registerportal der Länder wird die deutsche Justiz diesem Anspruch gerecht. Unter www.handelsregister.de kann von jedem PC-Arbeitsplatz zu jeder Zeit in die Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister sowie zum Teil in die Vereinsregister aller Bundesländer Einsicht genommen werden. Die nordrhein-westfälische Justiz hat bei der Entwicklung und Einführung des Fachverfahrens Register eine federführende Rolle inne. Mit diesem Programm, das unter anderem hinter dem Betrieb des Registerportals steht, ist die vollelektronische Registerführung und ein automatischer Datenaustausch mit den Notaren verwirklicht worden. Das Registerportal stellt mittlerweile auch international eine Referenz dar. Davon zeugen die weltweit anerkannten Auszeichnungen, die das Projekt in den letzten Jahren erhalten hat. Das gemeinsame Registerportal der Länder ist mit seiner bundesweiten Vernetzung, dem Servicegedanken und der größtmöglichen Transparenz, aber auch Vorbild bei internationalen Bemühungen um einen effizienten und sicheren Handel. So zum Beispiel im Rahmen des Europäischen Handelsregisterforums ICRF. Über das Registerportal lassen sich alle in Deutschland eingetragenen Unternehmen auch ohne Kenntnis von Registernummer und Firmensitz finden. Dank der umfangreichen Suchfunktionen reicht für das Auffinden eines Unternehmens als Suchbegriff zum Beispiel schon ein Teil der Firmenbezeichnung. Die gefundenen Registerinhalte werden in verschiedenen Darstellungsformen als elektronische Dokumente zur Verfügung gestellt. Sie können gespeichert und ausgedruckt werden. Daneben ermöglicht das Registerportal auch den Abruf von Dokumenten, wie etwa Gesellschaftsverträgen und Gesellschafterlisten. Heute sind alle Registerblätter elektronisch über das Internet abrufbar. Die Aktualität und die Sicherheit der im Registerportal einsehbaren Daten ist dabei jederzeit gewährleistet. Denn jede Recherche greift unmittelbar auf den Echtdatenbestand des Handelsregisters zu. Grundlage der gesamten elektronischen Registerführung ist das System Register. So erlaubt das Programm Register die automatisierte Übernahme der von den Notaren übermittelten strukturierten Daten und stellt für die weitere Bearbeitung komfortable Masken zur Verfügung. Die elektronische Übermittlung der Unterlagen an das Gericht hat ganz handfeste Vorteile. Sie vereinfacht die Arbeitsabläufe. Die Neuerfassung der Daten bei Gericht entfällt und die eingereichten Unterlagen müssen nur noch kontrolliert werden. Das spart Zeit und Geld. Ein weiterer, gerade für Unternehmensgründer, positiver Aspekt ist die deutliche Reduktion der Gründungskosten. Denn im Zusammenhang mit der elektronischen Anmeldung ist auch die Veröffentlichung der Eintragungen in den Printmedien entfallen. Sie ist durch die Bekanntmachung unter www.handelsregister.de ersetzt worden. Das interessierte Publikum kann jederzeit über das Internet Einsicht in das elektronische Register sowie die elektronisch eingereichten Anmeldungen und Dokumente nehmen. Dies ist als Service auch an Terminals im Publikumsbereich aller 130 Amtsgerichte in Nordrhein-Westfalen kostenlos möglich. Unternehmensträgerinformationen wie die Anschrift und Veröffentlichungen sind kostenfrei einsehbar. Die Einsichtnahme und der Abruf weiterer Informationen sind gebührenpflichtig. Um das kostenpflichtige Angebot nutzen zu können, ist eine Registrierung auf der Seite www.handelsregister.de erforderlich. Nach der Registrierung kann mit einer persönlichen Kennung in sämtlichen Registerdaten der Länder recherchiert werden.